Moin und willkommen bei Sprache der Zahlen. Heute will ich euch zeigen, woher kommt eigentlich die Identität des Pythagoras, die wir auch als trigonometrischen Pythagoras bezeichnen. Das ist diese wunderschöne Formel. Die sieht erstmal sehr interessant aus und die Herleitung ist ganz einfach. Alles, was wir hierfür brauchen, ist ein Einheitskreis. Das Schöne am Einheitskreis ist, dass wir immer den Radius 1 haben. Warum dies so ist, dafür habe ich schon mal ein ganz ausführliches Video gemacht. Deswegen hier einmal das Ergebnis. Wir haben den Radius 1, das heißt, wir können jetzt ein rechtwinkliges Dreieck ausstellen. Die Hypotenuse ist 1. Und jetzt kommt das Entscheidende: die Ankathete hat die Länge Cosinus Alpha. Und die Gegenkathete hat die Länge Sinus Alpha. Und jetzt vermutet ihr vermutlich schon richtig, worauf es hinausläuft. Wir haben natürlich ein rechtwinkliges Dreieck. Das bedeutet, es gilt auch hier der Pythagoras. Wie man sich häufig die Formel merkt, a² plus b² gleich c². Unsere Katheten sind jetzt a und b. Die Hypotenuse ist c. Und a hat jetzt die Länge Sinus Alpha. Also haben wir hier Sinusquadrat Alpha plus b hat die Länge Cosinus Alpha, also Cosinusquadrat Alpha. Und die Hypotenuse C hat die Länge 1, also 1 Quadrat. Und das ist jetzt fast schon dieselbe Formel. Wir haben bloß 1 Quadrat. Aber das Schöne ist natürlich, wenn wir die 1 quadrieren, bleibt es eine 1. Also können wir das Quadrat auch weglassen. Und so haben wir die wundervolle Beziehung hergeleitet. Sinus Quadrat Alpha plus Cosinus Quadrat Alpha ist gleich 1. So einfach geht das. Alles, was wir brauchen, ist der Einheitskreis. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr es mit euren Freunden teilt, denn nur geteiltes Wissen ist nützliches Wissen. Und jetzt seid ihr dran.